Station 819. Mein Führer! Jawohl! Aber... Jawohl, mein Führer! Jawohl! Ihnen auch. Hallöchen, 35 Grad, Berlin stinkt, besonders in der Arschritze und wir wissen alle, wo die sitzen. Hier ist 102.5, Berlins schweißtreibender Hauptstadtsender. Wir haben wieder eine Terrorwarnung am Hauptbahnhof. Passiert da sowieso nie was. Die Stadt ist brechend voll, ob nun Touristen oder Terroristen, ist ja auch das Gleiche. Gleich ist es 12 Uhr und wir sind nochmal am obersten Limit des Thermometers angekommen. Überall in der Stadt sind Baustellen. Wenn ihr durchkommen wollt, nutzt die U-Bahn oder ihr geht zu Fuß, ist sowieso besser. Hey, how you doing? Ich bin euer Radioappel, Lutzi. Yeah, your mom's 60th birthday this weekend. I can't make it this weekend. Because I'm really, really busy. I'm so sorry. Please tell your mom hi for me. And maybe we can make it out next weekend, okay? All right, love you. Bye. Was liest denn da? Moby Dick. Porno. Was willst du? Wir wollen uns ein Boot mieten. Hast du Lust mitzukommen? Wo reißt du eigentlich immer diese wunderbaren Frauen auf? Wann hattest du denn deinen letzten Freund, den du nicht über Facebook kennengelernt hast und der wirklich existiert und kein Fake ist? Pablo ist kein Fake. Haben die in Guatemala überhaupt Internet? Okay, nein, danke. Ich bleibe lieber hier und lese mein Buch. So manchmal frage ich mich echt, ob wir wirklich miteinander verwandt sind. Nico, kommst du? Tschüss. Tschüss. Viel Spaß mit Sandy, Mandy? Marie. Oder Maria. Oder so. Ciao. Wird nicht blau. Scheiß. Hallo. Hi. Untersuchen Sie die Wasserqualität? Kann man so sagen. Sieht ja nicht so gut aus, die Qualität da drin. Kann man in der Spree baden? Würde ich nicht empfehlen. Wieso nicht? Was kann passieren? Hautausschlag? Rötungen? Wenn Sie von der staatlichen Behörde sind, dann würde ich Sie gerne interviewen. Ich studiere Journalismus. Ich arbeite jetzt noch bei keiner Zeitung, aber ich habe einen ziemlich erfolgreichen Blog. Okay, 151 Subscribers und Sie sind alles meine Freunde, aber ich kann auch Ihren Namen weglassen, wenn Sie das stört. Hören Sie, Mädchen, ich arbeite für überhaupt niemanden. Ich bin Fitnesstrainer. Das hier mache ich aus Tradition. Aus Tradition? Wenn Sie unbedingt was schreiben wollen, schreiben Sie, man sollte nicht in der Spree baden. Denken Sie sich was aus. Sie sind kreativ, denke ich. Ich muss weiter.
Lutzi, wir haben gerade die allerletzte Meldung reinbekommen. Hi, Alarm am Müggelsee. Was ist denn das für ein Scheiß? Hey, wenn es feucht und schwitzig wird, ist das schon ein Abfahrt-Uralt-Wert. Für alle Liebenden, unser Sponsor heute... Sag mal, warum badest du nicht einfach nackt? Ich habe gelesen, dass Bikinis so Streifen hinterlassen. Und die sieht man dann auch noch, wenn alt und schrumpelig ist. Du findest mich alt und schrumpelig. Ja, überhaupt nicht. Du Wichser! Mann! Nico? Komm mal zu mir rüber. Lass mich schwimmen. Hilf mir mal hoch ins Boot. Ja, lass mich schwimmen. Lass mal einmal. Jetzt sei nicht so. Hilf mir halt hoch. Vielleicht nicht ganz. Also, rein ins Wasser! Das Wasserschutzamt informiert. Die Spree hat weniger Verschmutzung als in den Jahren zuvor. Also ist es schon mal sauberer. Ganz kurze Frage. Sie meinten vorher, dass es gefährlich sei, in der Spree zu schwimmen. War das Ihr Ernst? Und wenn ja, warum? Was ist es denn? Ganz kurz nur. Hallo? 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 Hören Sie, Mädel. Sie würden mir doch eh nicht glauben. Doch, doch, ich glaube Ihnen. Sind Sie vielleicht ein traditioneller Biologe? Nein, ich bin doch kein Biologe. Aber glauben Sie mir, irgendetwas ist in dieser Spree. Aber was ist es denn? Was denn? Was ist es denn? Also gut. Aber was ich Ihnen jetzt erzähle, wird Ihnen Ihre schönen Strandschuhe ausziehen, kleines Mädchen. Mein Großvater war Teil eines geheimen Projekts der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Projekt 819. Ein Verteidigungsplan für Berlin. Sollten die Amis oder die Russen dieser Stadt jemals zu nahe kommen. Am 21. April 1945 war es soweit. Der Befehl kam. Mein Großvater sollte ihn ausführen. Doch eine Fliegerbombe traf den geheimen Stützpunkt. Das Projekt wurde begraben, tief unter der Stadt, in einem Bunker. Und als mein Vater alt genug war, gab ihm meine Großmutter die Tagebücher seines Vaters. Er versuchte, die Stadt zu warnen. Er versuchte, die Menschen zu warnen, weltweit. Doch niemand wollte ihm glauben. Also fing er an, die Spree zu kontrollieren, das Wasser, und wartete auf den Tag, an dem diese Gefahr sich von selbst aktivieren würde. Das war das, was Sie heute gemacht haben, vorher unten am Wasser. Ja. Was ist denn das für eine Waffe? Ist das eine chemische oder biologische Kriegsschiff? Schlimmer! Hitler ließ einen künstlichen Killer konstruieren. Aus dem Vorbild des gefährlichsten Killers, den Mutter Natur je hervorgebracht hat. Projekt 819 bekam den Codenamen Spree Shark. Ein britischer Ingenieur, der sich in Haft befand, begann mit der Konstruktion eines Roboterhais. Angetrieben durch einen komplizierten elektromechanischen Antrieb. Stärker und widerstandsfähiger als ein gewöhnlicher Hai und tausendmal zielorientierter. Dieser Hai würde jeden Gegner töten und er würde nicht aufhören, bis der letzte Gegner tot wäre. Was machen Sie denn da? Unsere Pfefferspray. Ich wusste doch, dass Sie mir nicht glauben würden. Niemand glaubt mir.
Aber heute ist zum ersten Mal die Kupfer-Nickel-Eisen-Aluminium-Verbindung aufgetaucht, nach der mein Vater immer gesucht hat. In dieser Spree. Jetzt mal ganz im Ernst. Du brauchst einen guten Psychotherapeuten und vielleicht eine Familienaufstellung mit dir, deinem Papi und deinem Opi. Ich bin weg. Ich hab's doch gewusst. Ey, Nico, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Was? Fuck. Bitte, warten Sie. Bitte warten Sie. Einmal ganz kurz. Was noch? Wollen Sie mich mit Pfefferspray einsprühen? Nein, will ich nicht. Nur so zur Sicherheit? Mein Bruder hat mich gerade angerufen. Seine bescheuerte neue Freundin ist von irgendwas angegriffen und getötet worden. Wo ist Ihr Bruder jetzt? In einem Tretboot. Irgendwo. Kommen Sie! Wir holen ihn da raus! Okay. Zurück! Wie Gott, was ist passiert? Sie ist unter das Boot gezogen worden. Einfach so, sie war einfach weg. Ich hab sie reingeschubst. Nico! Komm her, jetzt! Der Hai reagiert auf Vibration! Okay. Komm! Okay. Komm! Okay. Ja! Komm! Sie stehen unter Schock. Das kann man wohl sagen. Das ist gut. Das Adrenalin fokussiert Sie. Sie dürfen noch nicht trauern. Noch nicht. Was machen Sie da? Der Hai reagiert nicht nur auf Bewegung, sondern auch auf das Eisen im menschlichen Blut, wie ein ganz gewöhnlicher Hai. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier bleiben. Wir müssen ihn anlocken und ausschalten. Aber wie denn? Ich weiß noch nicht mal, wie man stinkt, nur mal einen weißen Hai tötet. Und der ist viel stärker. Das weiß ich auch nicht. Aber bei diesem schon. Ich habe eine Idee. Kannst du eigentlich werfen? Ich war immer die Beste im Fußball. Okay, das reicht mir. Hilf mir mit der Weste. Oh, ist die schwer. Was ist denn da drin? Na ja, so technische Sachen. MacGyver-Sachen. Und ein bisschen Sprengstoff. Du musst hier ziehen und zielen. Okay. Oh. Oh. Überlebst du das ohne Arm? Das ist doch jetzt nicht wichtig. Mein Vater hat 50 Jahre lang Wache gehalten und mich auf diesen Moment vorbereitet. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Das ist kein gewöhnlicher Hai.
Er ist ein Symbol! Ein Symbol der Scheiße! Ich wusste gar nicht, dass Haie explodieren. Ja, das ist neu. Freust du dich nicht? Eigentlich müsstest du doch jetzt feiern. Ich weiß nicht. Mein Vater hat immer gesagt, dieser Hai wäre nur ein Prototyp. Und wenn dieser Hai zerstört würde, dann gäbe es eine Art, wie heißt das heute, Failsafe, eine Art zweite Sicherung für Berlin. Operation Haisturm. Operation Haisturm hat dich total bescheuert. Ja, Kleines.